Mainstream-Historiker werden Ihnen sagen, dass die große Pyramide von Gizeh ein verherrlichendes Grabmal für die ägyptischen Pharaonen war. Das einzige erhaltene Monument der ursprünglichen sieben Weltwunder. Diese Struktur wurde mit tadelloser mathematischer Präzision erstellt und ist eine einzigartige, mysteriöse Leistung der Konstruktion und der Technik. Es gibt nur ein Problem. Die große Pyramide hat keine der Merkmale von Gräbern, einschließlich extravaganten Artefakten, kunstvoller Wandkunst, versiegelten Eingängen, aufwendigen Särgen oder sogar Mumien selbst. Es wurde jedoch mit einzigartigen Materialien gebaut, die gleichen Materialien, die heute für elektrische Leitfähigkeit verwendet werden. Diese Tatsachen veranlassen immer mehr Historiker zu der Annahme, dass die Pyramiden einen wesentlich nützlicheren Zweck hatten. Die Pyramide von Gizeh war keineswegs ein Grabmal, sondern ein Kraftwerk, das Strom für die umgebende Zivilisation erzeugte und weiterleitete. Wir wollen tiefer in dieses Thema eintauchen. Daher danken wir Gaia dafür, diese außergewöhnlich aufschlussreiche Episode frei mit unserem geschätzten Zuschauerkreis zu teilen. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt. Alte Pyramiden, die bestaunten Weltwunder, welche seit ihrer Entdeckung die Menschen der Neuzeit verzaubert haben, gibt es auf allen Kontinenten der Erde. Diese beeindruckenden Strukturen flößen Ehrfurcht ein. Doch wurden diese großartigen Bauwerke des Altertums ausschließlich von Menschen erbaut? Oder war dafür Technologie notwendig, die nicht von dieser Welt ist? Das Geheimnis der Pyramiden geht über die Zeit, die Zivilisationen und die Kulturen hinaus. 80.000 Pyramiden gibt es auf der Welt. Bis jetzt glauben wir, die Pyramiden seien Pharaonengräber oder Orte für Zeremonien. Das ist völlig falsch. Welche Geheimnisse verbergen diese alten Strukturen? Auch mit den heutigen Kenntnissen über die Geschichte der Menschheit ist der Bau und der Zweck vieler Pyramiden ebenso schwer fassbar wie verblüffend. Es hängt scheinbar mit der Vorstellung von einem alten Code im Inneren der Cheops-Pyramide zusammen. Er befindet sich in der Geometrie, nicht nur der Pyramide selbst, sondern ihre Beziehung zu den anderen Pyramiden auf dem Plateau von Gizeh. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Das wurde alles perfekt ausgeführt. Bei allen Pyramiden, die wir heute wiederentdecken, hat sich noch niemand mit verknüpfenden Elementen befasst. Die Cheops-Pyramide von Gizeh in Ägypten ist eine der bekanntesten Pyramiden der Welt. Sie besteht aus 2,3 Millionen Steinquadern, die zusammen 6,2 Millionen Tonnen wiegen. Christopher Dunn, ein Ingenieur mit über 35 Jahren Berufserfahrung, begann 1977, die Pyramiden von Gizeh zu erforschen. Die Pläne der Cheops-Pyramide und ihre ungewöhnliche Innenarchitektur weisen überhaupt keine Strukturen oder Elemente auf, wo sich Menschen für längere Zeit aufhalten würden. Und zur Grabtheorie kann man sagen, es wurden keine Mumien in der Cheops-Pyramide gefunden. Tatsächlich wurden in keiner Pyramide Originalmumien gefunden. Sie waren Ingenieure und Wissenschaftler. Sie hatten große Fertigkeiten. Es kann nicht sein, dass Sklaven die Steine auf Rollen gezogen haben. Heute lernen Kinder in der Schule, dass die versklavten Bauarbeiter 10 bis 20 Jahre für die Fertigstellung brauchten. Doch dafür hätte alle ein oder zwei Minuten ein Steinquader gelegt werden müssen. Abgesehen von der monumentalen baulichen Leistung ist auch die Form und der Standort der Pyramide eines der faszinierenden Wunder des Altertums. Im Gegensatz zur gängigen Annahme hat die Cheops-Pyramide nicht bloß vier Seiten. Experten vermuten, ein genauerer Blick auf ihre einzigartige Form könnte Hinweise auf ihre wahre Kraft und ihre Verbindung mit der Erdbewegung liefern.
Viele Leute wissen das nicht, aber diese Pyramide hat nicht vier Seiten. Jede Seite ist leicht konkav. Dadurch sind es in Wirklichkeit 8 Seiten. Wenn man das durchrechnet, entsteht eine bizarre Geometrie. Dabei kommen Zahlen heraus, die gar nicht dastehen sollten. Universelle Konstanten, die eigentlich erst seit etwas mehr als 100 Jahren bekannt sind. Die Phi-Konstante, also der goldene Schnitt. Aber es tauchen immer wieder noch seltsamere Zahlen in dieser Konstruktion auf. Wenn man sich vornimmt, eine Pyramide zu bauen und sie auf den geografischen Norden, Süden, Osten und Westen auszurichten, dann würde man gar keinen Fehler machen. Aber bei der Cheops-Pyramide gibt es einen winzigen Fehler. Sie weicht 3/60 eines einzigen Grades vom geografischen Norden ab. Das ist eine fast unheimliche Genauigkeit bei den riesigen Ausmaßen des Bauwerks. Die Pyramide ist fast 140 Meter hoch. Die Grundfläche misst über 5 Hektar. Sie wiegt 6 Millionen Tonnen. Sie besteht aus 2,5 Millionen Steinblöcken. Und man richtet diesen gigantischen Berg aus Steinen mit einer Genauigkeit von 3/60 eines Grades nach Norden aus. Nicht auf den magnetischen Norden, der variiert, sondern auf den astronomischen, den echten Norden des Planeten. Das ist eine erstaunliche Leistung. Das ist der Norden dieses Planeten. Wieder einmal spricht die Cheops-Pyramide. Der Autor von Erinnerungen an die Zukunft, Erich von Däniken, vermutet, diese monumentale Arbeit war nur dank fortgeschrittener Technologien möglich, welche den Ägyptern von Besuchern von anderen Sternen geliefert wurden. Die Cheops-Pyramide ist eines der Weltwunder. Deshalb stellen sich die Fragen, wer hat sie gebaut? Warum? Zu welchem Zweck? Ich vermute, sie wurde für die Götter gebaut. Und die Götter waren natürlich Besucher aus dem Weltall. Sie unterrichteten unsere Vorfahren in Astronomie und in Mathematik. Die Pyramide wurde mit einer Technologie erbaut, die Enoch von Außerirdischen erhalten hatte. Die ganze Planung kam von den Außerirdischen. Einige Werkzeuge kamen von Außerirdischen. Die Drecksarbeit wurde von uns Menschen geleistet. Matthias De Stefano, der sich klar an seine früheren Leben erinnert, vertritt einen anderen Standpunkt zum Bau der Pyramiden und ihrem potenziellen außerirdischen Ursprung. Pyramiden sind die alte Technologie, nicht nur von diesem Planeten. Wir haben auf vielen Planeten diese Strukturen errichtet, weil das eine physische Weise war, mit den neuen Dimensionen verbunden zu sein. Die Pyramiden wurden durch Musik organisiert und erbaut durch Schall. Diese Strukturen wurden durch Schwingung und Frequenz errichtet und es kamen Wesen vom Sirius, die uns halfen, diese Realitäten zu erschaffen. Aber es gab keine Raumschiffe, um die Steine hochzuheben. Sie hatten elektromagnetische Hilfsmittel. Sie benutzten Wasser und den Magnetismus, um die Steinblöcke zu formen und transportierten sie durch die Schwingung von Stimmgabeln auf die verschiedenen Ebenen. Die Pyramiden rund um die Welt sind wie ein großes Computernetzwerk. Alle Pyramiden der Welt sind ausgerichtet. Und man kann erkennen, dass die Erde die Pforten der Plejaden, des Orion und des Sirius widerspiegelt. Die Pyramiden sind aufeinander abgestimmt, damit die Energie der Sonne immer in den Planeten hineingelangen kann, um die ganze Maschine in Gang zu halten. Dank Satellitenaufnahmen werden immer mehr neue Pyramiden auf der ganzen Welt gefunden. Unter der Erde, in Regenwäldern, unter dem Eis und sogar unter Ozeanen. Auch wenn man gewöhnlich den ägyptischen Wüstensand mit Pyramiden assoziiert, sind diese widerstandsfähigen Strukturen auf allen Kontinenten und in allen Klimazonen der Erde entdeckt worden. Man findet sie in der Antarktis, in ganz Serbien. Und viele verschiedene Länder mit Pyramiden kommen hinzu. Ich habe viel Zeit in den Regenwäldern von Honduras, Guatemala, El Salvador, Belize und Mexiko verbracht. Ich habe hunderte von Pyramiden gesehen. 250 Pyramiden in China. Man fragt sich, wenn Pyramiden nicht nur in Mexiko heimisch sind, sondern auf allen 6 Kontinenten, welchen Zweck erfüllen sie? Alle 250 Pyramiden in China sind auf den kosmischen Norden ausgerichtet. Die ältesten und größten ägyptischen Pyramiden nach Norden.
Sie scheinen miteinander verbunden zu sein. Wenn man sich ihre Standorte anschaut, scheint es, dass diese alten Kulturen sich sehr gut mit den Energien der Erde auskannten und damit auf dem ganzen Planeten arbeiteten. Ich glaube, der fundamentale Zweck einer Harmonisierung des Planeten ist, Belastungen in der Erde abzubauen und die Zerstörung durch Erdbeben zu verhindern. Außer der Harmonisierung der energetischen Platten und Raster der Erde stellt Christopher Dunn in seinem Buch Das Kraftwerk von Gizeh noch eine weitere Theorie auf. Unter Berücksichtigung von Chris Dunns Hypothese des Kraftwerks von Gizeh erkennen wir, dass die Cheops-Pyramide wie ein Faradayscher Käfig gebaut ist. Wir sehen Granit, Sandstein, Kalkstein. Das ist eine Technologie, ein Kraftwerk. Sie agieren als Energietransmitter. Ich glaube, sie experimentierten mit elektromagnetischer Energie und der Schwerkraft, so wie wir heute mit dem HARP-Programm. Die Frequenzen sind im Allgemeinen harmonisch gekoppelt in der ganzen Reihe der Pyramiden. Da sie Oberschwingungen verwenden und mit Erdenergien arbeiten, sind auch die Menschen in der Gegend betroffen. Denn wir schwingen auch mit Erdfrequenzen mit. Wenn die Erde eine energetische Verbindung mit Pyramiden hat, ist es möglich, dass auch Menschen mit diesen Strukturen mitschwingen? Welche Wirkung könnte das auf uns haben? Dr. Semir Osmanagic studiert seit über 30 Jahren Pyramidenwissenschaften. Er gilt als Entdecker der bosnischen Pyramiden. Er behauptet, dass er dort ihre Heilkräfte aus erster Hand erfahren hat. Dr. Osmanagic lud die Moderatorin der Sendung Open Minds, Regina Meredith, ein, es in der Pyramide der Sonne selber zu erleben. Viele Leute sagen uns, dass sie sich gut fühlen. Leute, die Asthma hatten, kamen heraus und konnten besser atmen. Wir messen die Konzentration von negativen Ionen. In der ersten unterirdischen Kammer liegt der Wert bei 43.000 pro Kubikzentimeter. Kein Wunder, dass wir uns so gut fühlten. Das ist 200 Mal gesünder als hier. Unglaublich. Ich vertrete schon lange die Ansicht, dass die Pyramiden in Ägypten, und ich glaube, das gilt für die ganze Welt, etwas mit der Verwandlung des menschlichen Bewusstseins zu tun hatten. Was auch immer die Cheops-Pyramide sonst noch ist, sie ist auf jeden Fall ein Instrument, das auf das Bewusstsein einwirkt. Nichts in der Welt des Altertums ist immer nur eine Sache. Alles ist multifunktional, multidimensional, mit vielen Facetten, weil es eine sehr ausgefeilte Technologie ist. Also ja, ein Kraftwerk, ja, Energieerzeugung, ja, Stabilisierung des Planeten und Verbindung des Rasters der Erde. Wir müssen einfach für neue Entdeckungen bereit sein. Nur dann gibt es Hoffnung für uns. Es ist klar, dass Pyramiden für alte Zivilisationen eine tiefe Bedeutung hatten. Die Beweise lassen vermuten, dass sie verschiedenen Zwecken dienten, von Kraftwerken bis hin zu Pforten. Indem wir die Geheimnisse der Pyramiden lüften, könnten wir die Tür zu einem Universum an Möglichkeiten öffnen. Für das großzügige Teilen dieser so aufschlussreichen Episode möchten wir Gaia noch einmal unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Gaias Engagement für die Erstellung von inspirierenden, informierenden und empowernden Inhalten passt perfekt zu unserer Mission. Wenn Sie tiefer in die Welt der Weisheit und Erkundung eintauchen möchten, klicken Sie unbedingt auf den Link in der Beschreibung, um Gaia zu abonnieren und einen Schatz an aufschlussreichen Inhalten freizuschalten, darunter viele weitere Episoden wie diese. Indem Sie der Gaia-Community über den Link in der Beschreibung beitreten, unterstützen Sie auch unseren eigenen Kanal. Eine Geste, für die wir Ihnen von ganzem Herzen danken.